herzlich willkommen. Tauchen Sie ein in die geheimnisvolle Welt Venedigs, die Metropole der Liebe. Eine Blitzberatung ist dafür gedacht, dass ihr blitzschnell eure Legung bekommt. Selbstverständlich anonym. Mein Honorar beträgt 10 Euro. Liebe Sioriana, ich grüße dich. Deine Frage ist, sollst du auf ihn warten oder sollst du offen sein für neue Kontakte? Und das klären wir bei diesem Orakel. Die Karte in die Mitte ist eine wichtige Botschaft für dich. Das kann bedeuten, dass eine weibliche Person unterstützt dich dabei oder hat einen Einfluss auf dein Liebesleben. Vielleicht sogar durch diese Frau kennenlernst du jemanden. Aber bedeutet auch, und das sagt mein Gefühl, das bist du selbst. Du bist hier in die Mitte und eine gute Dame heißt gut. Und das sind deine Werte. Also sei damit bewusst, mit deinen eigenen Werten und verlange auch Wertschätzung. Und du bist die Dame im Mittelpunkt. Und die Männer nehmen das auch wahr. Damit sollst du auch bewusst sein. Sie müssen froh sein, dass du überhaupt mit denen triffst. So musst du denken. Nicht zweifeln daran, ob das klappt. Nein, sie müssen dankbar sein, dass du überhaupt diese Chance denen gibst, mit dir zum Verabreden. Wenn ich betrachte deinen Wunschpartner, ob du auf ihn warten sollst, zeigt dieses Bild etwas Wichtiges. Die Kelchen symbolisieren die Gefühle, aber das sind Tränen. Das kann auch deine Tränen sein, auch seine Tränen sein und ihr beide sollt dieses Tal der Tränen verlassen. Raus aus dieser Zweifel und Angst und Traurigkeit und diese Erinnerungen, was mit Tränen verbunden sind. Das muss nicht unbedingt die Beziehung sein, das kann auch Kindheitserinnerungen sein oder karmischen Erinnerungen. Also in eine andere Richtung gehen, raus aus dieser Traurigkeit, verlassen den Tal der Tränen. Kann auch bedeuten, dass er befindet sich gerade in einer solchen Situation. Worüber macht er Gedanken oder wie kannst du einschätzen, wie sollst du über diese ganze Situation denken? Das zeigt hier diese Herrscher. Beherrschen die Gedanken, beherrschen die Gefühle, beherrschen das Leben, aber auch herrschen über diese ganze Situation. Natürlich kann das ein Hinweis sein, dass er versucht, dir was zu bestimmen und möchte über dich herrschen und das lässt du nicht zu. Oder dass jemand über ihn herrscht und das bedeutet diese Tränen und er ist gerade dabei, das zu verlassen. Was liegt bei ihm im Verborgenen? Das zeigt diese Kelchen und das entspricht seinen Gefühlen. Kelchen stehen für Gefühlen und das sind die Erinnerungen. Er lebt die Erinnerungen. Er ist dabei von etwas verabschieden und möchte die ganze Situation beherrschen oder jemand herrscht über ihn und das löst das aus, diese Tränen. Natürlich kann das auch die Kindheit sein, diese Erinnerungen, eine gewisse Nostalgie ist dabei und dann kommen solche Erinnerungen, was bei ihm diese Traurigkeit auslöst.
Aber weil er verlässt diese Stimmung und die Erinnerungen sind da und dass er beherrscht das alles, kannst du sicher sein, dass er zurückkehrt. Sollst du dich neu orientieren? Auf jeden Fall. Und das zeigt hier dieses Bild. Diese schlafende Person hat Träume. Und diese Kelchen zeigen diese Träume. Leb dein Traum. Leb deine Vorstellung. Und stell das so vor, es sind 7 Wünsche offen. 7 Kelchen. Und jeden einzelnen Kelch kannst mit deinem Wunsch, mit deinem Traum füllen. Dann hast du eine Vision, dann hast du eine Vorstellung davon und pflege diese Bilder. Und glaub daran, wenn das realistisch ist, dann kommt das zum Erfüllung. Wenn du das nicht zulässt, wenn du das blockierst und anfangs daran zum Zweifeln und vertraust diese Träume nicht, dann wird man auch frustriert. Und dann kommt wirklich dieser Zustand, wo man das Gefühl hat, ja, bei mir klappt gar nichts mehr. Ich fühle mich so niedergeschlagen. Ich bin so kraftlos. Ich kann gar nicht aufstehen, wenn du nicht deine Träume vertraust, wenn du nicht deine Träume lebst. Hast du da Chancen? Ja, da ist schon etwas in Bewegung. Da ist jemand da, wo handelt. Lass das bitte zu. Aber du musst die Vergangenheit nicht abschließen. Das sind die Chancen, dein Leben. Lass das alles zu. Lass auf dich wirken. Du musst nicht sofort die Entscheidung treffen. Aber hier bei diesem Kontakt ist jemand da, wo dein Traum erfüllt. Und er setzt auch etwas in Bewegung und handelt. Und hier sieht man die Feuerelement und das ist aktiv. Das ist auch die Begeisterung und Leidenschaft. Und dieses Bild zeigt auch etwas Wichtiges. Der Mond zeigt die Träume. Ja, der Mond hat einen Einfluss auf unsere Träume. Du brauchst eine Vorstellung davon, wie dieser Palast das auch symbolisiert. Du brauchst ein Bild davon und daran glaube. Ich empfehle folgende Übung. Jeden Tag 5 Minuten sollst du zurückziehen, die Ruhe bewahren, schließ dein Auge und stell das vor. Stell das vor in deinen geistigen Augen, die ideale Zustand. Und jeden Tag schau die Bilder an und verinnerliche das und glaub daran. Dann manifestiert sich das. Das kannst du verwenden für die Liebe, Partnerschaft, aber auch für Finanzen oder Beruf. Dann hast du eine Vorstellung und hast du die Kraft, diese Überzeugungskraft, weil du das vertraust, weil du diesen großartigen Glauben hast, weil du vertraust das Fluss des Lebens. Die Ergebnis ist, hier baut sich etwas auf, die goldenen Palast und das steht für die Sonne. Das ist Sonne und Mond, beides, die beiden Lichter. Mond zeigt diese Vision, diesen Traum und die Sonne macht das sichtbar. Liebe Juliana, so könnte ich deine Frage beantworten. Ich bedanke mich für deine Treue, ich bedanke mich für dein Anvertrauen und auch für diesen Auftrag. Ich wünsche dir alles Gute, alles Liebe von Dendera.